inspiriert von einer Geschichte, die mir ein Freund erzählte, im Geheimen unter Vertrauen. Ich habe daraus ein öffentliches Gedicht gemacht, aber ich habe seinen Namen geändert. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte für einen guten Freund und Sänger. Also, das Gedicht heißt Coming In. Hans, der gerne masturbierte, las sich eine Illustrierte durch, wo sich ihm eine harte Sexkolumne offenbarte. Darin ging es nebenbei auch um Selbstbespielerei. Neues Wissen darin stand, das ihm bisher unbekannt. So zum Beispiel, als da wäre die Benutzung einer Schere und noch andere Hilfsmittel als Ergänzung zum Geschüttel, um dem öden Wichserleben einen neuen Term zu geben. So er kurz darauf entschied, sich zu holen ein Plastiklied, das mit Batterie betrieben da ist, um es wegzuschieben. Und so hat er denn begonnen, sich den neuartigen Wonnen, die er hoffte zu erleben, heiß und gierig hinzugeben. Stand mit leicht gerätschten Beinen, hielt den Schwanz sich mit der einen Hand und mit der anderen Pfote, bohrte er in seinem Kote. Und das Dildo sanftes Summen ließ ihn überrascht verstummen. Und das Schöne in sich rühren ließ ihn Herrliches verspüren. Doch im Zustand der Ekstase am sein Fuß an eine Vase, was nicht selten dazu führt, dass man die Balance verliert. Er tat beide Hände benutzen, so blieb nichts, sich abzustützen. Sagte nur noch kurz, oh Scheiß! Und dann fiel er auf den Steiß. Welches nun zur Folge hatte, dass die schöne Kunststofflatte kaum, dass sie benutzt war, ach, wenn der mit auseinanderbrach. Und der Griff fiel auf den Boden. Und kurz unterhalb der Hoden kam dem Schließmuskel, dem Fiesen, der Gedanke, sich zu schließen. Und die Kuppe, ach mit Schmerz, zog gemächlich Magenmerz. Hans wollte keine Zeit verlieren und begann zu operieren und mit einem Häkelhaken im Gesäß herumzuschwakeln. Doch Erfolg ward nicht beschieden. Bald schon tat die Hand ermüden. Denn das viel zu kurze Teil hing so fest, ja, wie ein Keil. So scharfe Kanten, Spitzen drohte seinen Darm zu schlitzen. So er kurz darauf entschied, sich zu holen. Nee. Ah! Somit hat er dann erwogen, sich zu stellen. Dem Urologen. Oh, sein Kopf war schamesrot. Doch im Arsch war größere Not. Doch der Doktor, alt und weise, sprach sehr überlegt und weise, machte ihm gelassen klar, dass das nichts Besonderes war. Überhaupt sei es Routine, eine Kugelschreibermine, eine Bohne, eine Möhre, Messergabel, Löffel, Schere, Flaschenschlüssel, Spaten, Bretter, eingerollte Tagesblätter, Felsen und Gewitterwolken, fremden Ärschen zu entpolken. Sprach's und nahm sich eine Lupe, um zu schauen in die Puppe. Ein, der daraus, der Doktor lachte. Das sieht schwerer aus, als ich dachte. Keine Sorge, junger Mann, dort sind ja zwei Drähte dran. Oh, sie glücklicher, ich wette, dass ich dort mit der Pinzette gute Möglichkeiten hätte. Mag es sein, dass ich sie rette. Dank seiner geschickten Hände schaffte er das Drahtesende mit dem Utensil zu greifen und zum Anus auszuschleifen. Dies ging freilich nicht ganz ohne Reizung seiner Schmerzhormone. Und so manche Dickdarmstücken konnten erstmals Licht erblicken. Während Hans erleichtert keuchte, sah der Doktor sich die feuchte, braun und rot beschmierte Kuppe näher an mit seiner Lupe. Dies nun war der Übeltäter. Keine Sorge, und für später? Merken Sie sich bitte sehr. Tun Sie sowas niemals mehr. In den nächsten 14 Tagen. Und rektaler Schmerz Sie plagen. Dazu rate ich, Creme zu schmieren. Und ein Zäpfchen einzuführen. Und nicht allzu sehr erschrecken. Wenn Sie Blut im Stuhl entdecken. Besser nicht zu scharfes Essen. Dann ist alles bald vergessen. Hans tat Onkel Doktor danken. Und begann nach Haus zu wandeln. Und in Zukunft war ihm klar, dass er halt kein Mädchen war. Und das Loch in seinem Becken nicht taugt, um was reinzustecken. Und so wächst er still und leise auf die altbewährte Weise. Nur ganz selten und im Traum nimmt er manchmal seinen Traum. Applaus für